Hallo, was machen Sie auch? Zeit für ein weiteres OBS-Einsteiger-Tutorial. Heute schauen wir uns Hintergründe an. Ich werde euch zeigen, wer hat es gedacht, wie man Hintergründe macht. Wir werden Bilder und Videos nutzen, um uns einfach einen schönen Hintergrund zu machen, weil mir es vielleicht leid sind, unseren Desktop-Hintergrund mit Gott und der Welt zu zeigen. Sind ja nicht alle so wahnsinnig, wie ich und den ständig irgendwie in Videos drin habe. So, genau das werden wir auch machen. Egal, was ihr nutzt an Bildern oder an Videos, gibt eine Sache, die solltet ihr euch immer merken. Wenn ihr euch nicht mit Grafiken beschäftigt, wisst ihr das vielleicht nicht, weil es euch einfach so eine Sache ist, über die überlegt man jetzt nicht unbedingt ständig. Wenn ihr ein Bild oder ein Video nutzen möchtet, müsst ihr immer dran denken, die meisten Leute haben einen HD-Fernseher oder einen HD-Bildschirm, dass ihr auch mindestens ein Bild in einer HD-Größe habt. Das ist jetzt halt nicht die Größe von der Datei, sondern die Pixelgröße. Also wie viele Pixel sind in dem Bild? Ein HD-Bild hat immer 1920 auf 1080. Egal ob Video oder Bild, achtet darauf, dass ihr am besten bei der Sache bleibt. Ihr dürft gerne drüber gehen. Ihr solltet nicht drunter gehen, weil wenn ihr drunter seid und ihr das Bild am Ende auch sogar noch größer zieht und es dann halt auf dem Vollbild ist, wird es pixelig. Wenn ihr euch immer schon mal gewundert habt, warum eure Bilder pixelig sind, wird es daran liegen, dass sie halt in der falschen Größe sind. Und Achtung, wenn ihr das Bild auch in Photoshop, in Krita, in keine Ahnung, irgendwie größer zieht, ändert es nichts daran, dass die Pixel am Anfang am Originalbild zu wenig sind. Ihr müsst das Bild oder das Video, was ihr habt, direkt in der Größe halt erstellen. Sei es jetzt Foto, Video, Zeichnung etc. Arbeitet immer in HD. Gerade die Leute, die YouTube-Videos machen, merkt euch das einfach, die HD-Größe. Das ist halt die Standard-Bildschirmgröße, die auch halt für Videos genutzt wird. Ja, das ist eine Sache, die müsste man halt dran denken. So, fangen wir jetzt einfach mal an und holen uns erstmal unser Bild rein. Wir gehen auf Quelle, sagen, wir möchten ein Bild. Wir nennen es einfach auch Bild. Ihr könnt das Hintergrund nennen. Leider funktioniert Drag and Drop nicht. Wir müssen leider durchsuchen. Ich bin zum Glück auf meinem Desktop gelandet. Ich gehe in einen Ordner rein und suche mir hier ein Bild aus. Ich nehme das hier. Ich sage öffnen. Tada, das ist das Bild. Ja, das ist das Richtige. Okay. Mir fehlt hier ein bisschen was. Ich habe leider die Taskleiste beim Screenshot machen vergessen. So, aber jetzt ist das ja vorne. Das ist doof. Wir können es mit den Pfeiltasten hier bewegen oder wir ziehen das ganz einfach. So, jetzt habe ich es halt hinter meinem Desktop. Der Desktop ist über den ganzen Bildschirm. Das ist jetzt halt auch nicht das, was ich möchte. Ich könnte meinen Desktop hier kleiner ziehen und ihn irgendwie dahin friemeln. Was man noch machen kann, das gilt für jedes Fenster, das ihr habt. Wenn ihr die Alt-Taste drückt, könnt ihr Sachen zuschneiden. Dann ist das vielleicht so. Dann habe ich hier meinen Hintergrund und hier das, was ich euch zeigen möchte. Kannst du mal bitte nicht rot machen. So. Mein Hintergrund und das, was ich euch zeigen möchte. So, jetzt habe ich meinen Hintergrund, sieht ja schon mal ganz nice aus. Der passt mir farblich aber nicht so gut. Kein Problem. Wir können auch sagen, okay, wir können die Farbe anpassen, indem wir sagen, Rechtsklick, Filter. Dann kriegen wir ein neues Fenster. Ich mache das mal ein bisschen an die Seite. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich das Bild hier sehe und auch nochmal das im Ganzen. Normalerweise mache ich das über den ganzen Bildschirm. Ist jetzt halt ein bisschen schwierig, wenn ich auch die Hälfte vom Bildschirm zeige. Und wir suchen uns die Farbkorrektur. Sagen, okay. Und dann können wir hier die Farbe auch noch ein bisschen anpassen. Wir haben hier jede Menge Schalter. Wir können den Gamma-Wert ändern, dass es halt ein bisschen heller, dunkel wird. Machen wir es ein bisschen heller. Vielleicht minimal nur, ganz kleines bisschen. Wir können den Kontrast anpassen, vielleicht die Helligkeit. So, dass es halt einfach zu dem Thema, was wir gerade haben, passt. Im Hintergrund tut es eigentlich immer ganz gut, wenn er halt nicht so auffällig ist, dass er halt im Hintergrund ist und nicht von dem, was hier vorne ist, ablenkt. Und auch sagen, okay, ich mache Farbveränderungen. Vielleicht haben wir gerade eine grüne Woche. Oder wir wollen ein bisschen mehr Pink drin haben. Oder blau oder keine Ahnung was. Wir können auch hier einfach wieder 0 eintippen. Und wenn er auf Enter drückt, ist das Bild akzeptiert. Genau, zurück zu den Filtern. War ja noch nicht fertig. Wir können nämlich noch ein bisschen was mehr machen. Wir können auch sagen, ich mache eine Farbe als Filter oben drauf. Über einen Multiplizieren. Dann können wir sagen, okay, ich nehme jetzt eine Farbe, nehme Blau. Warum auch nicht? Sagen, okay, jetzt habe ich überall so einen krass blauen Filter drüber. Ja, so, dann nehme ich mal Blau. Dann habe ich hier überall dieses Blau drinne. Wir können das natürlich auch anpassen. Wir gehen vielleicht mehr ins Helle. Dann ist der Filter nicht ganz so stark. Machen wir so einen blauen Tünsch drüber. Je nachdem, was ihr da machen möchtet, könnt ihr immer ein bisschen mit rumspielen. Wir können auch Farben addieren.
Ach so, müsste er vielleicht mal hier hochgehen? Okay, dann habe ich eine andere Art Filter drüber. Dann gehen die Schatten mehr weg. Und dann sagen, okay, ich mache den wieder auf schwarz. Okay. Das Addieren macht quasi mehr mit dem Schatten und das Multiplizieren macht mehr mit dem Licht. Das ist so das Grobe. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin damit zufrieden, könnt ihr halt wieder direkt auf Enter gehen oder auf Schließen. Und dann habt ihr das halt direkt für immer übernommen. So, jetzt haben wir ein Bild. Ist alles schön und gut. Wir können aber mit Bildern noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht wollen wir ein bisschen Bewegung in die Sache bringen. Auch beim Bild geht das. Ja, dazu wechseln wir mal das Bild. Und ich nutze hier die Farbverläufe, je nachdem, was ihr da reinpackt. Ich nehme vielleicht mal die zwei. Ich nehme jetzt mal diesen grün, türkis, weiß, blau. An für sich kann man den auch so direkt nehmen, wenn man das möchte. Wir können aber ein bisschen mehr mitmachen, indem wir bei Filter gehen. Ich mache kurz den Farbkorrektur weg. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Und wir fügen jetzt Bewegung rein, indem wir einfach sagen, wir möchten Bewegung drin haben. Und wir können uns aussuchen, in welche Richtung soll es sich bewegen. Soll es sich horizontal bewegen oder vertikal? Dann sagen wir, okay, wir machen die horizontale Bewegung. Vertikale winkt bei dem Bild nicht von oben nach unten. Ist ja Blödsinn, ist ja oben unten gleich. So, das funktioniert aber auch nur bei Bildern, die die gleichen Farben am Ende und am Anfang haben, sonst funktioniert das nicht, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Dann ist es halt hier einem abgeschnitten. Da muss man ein bisschen drauf achten, gerade bei so einem Farbverlauf. Macht man vielleicht nicht ganz so schnell, sagen, okay, das ist so okay. Ja. Standardmäßig ist das Wiederholen auch an, das sollte auch erstmal anbleiben, dass es halt immer in die Ewigkeit weitergeht. Jetzt mache ich, um es mir einfacher zu machen, sage ich, ich möchte eine Breitenbegrenzung reinmachen. Jetzt habe ich hier nur so einen Balken. Und wenn ich den jetzt länger ziehe, wupp, dann habe ich hier so einen langsamen Farbverlauf. Vielleicht mache ich den auch noch ein ganz Stückchen langsamer. Dann habe ich hier nach und nach ändert sich bei mir die Farbe. Und so kann man erstmal ein bisschen Bewegung in die ganze Sache reinbringen, ein bisschen Spannung reinbringen, dass es nicht so langweilig wirkt. Das kann man natürlich auch mit jeder Menge andere Bilder machen. Man muss halt nur darauf achten, dass der Anfang und der Ende gleich ist. Sonst habt ihr da einfach einen harten Cut drinne und es sieht ein bisschen komisch aus. Wir können das hier quasi mit jedem Bild machen, das halt den gleichen Anfang und Ende hat und können da auch eine kleine Bildershow durchlaufen lassen. Solange Anfang und Ende gleich sind, könnt ihr hier quasi alles durchschieben, was ihr möchtet. Ihr könnt auch längere Bilder machen, also muss hier nicht HD-Format sein. Wenn ihr jetzt hier ein Panoramabild habt, könnt ihr das einfach so durchscrollen lassen. So, das wäre es jetzt erstmal für einzelne Bilder für sich. Wir wollen jetzt vielleicht eine Diashow machen. Dazu müssen wir aber eine andere Quelle nutzen. Also können wir sagen, okay, erstmal die Bildquelle können wir wegmachen. Und wir holen uns eine Diashow. Die gibt es hier. Sagen wir okay. Und dann können wir uns erstmal ein bisschen was voreinstellen. Wir können zum Beispiel sagen, immer abspielen, auch wenn nicht sichtbar. Wir können sagen, es ist dann beendet oder es pausiert. Ich persönlich bevorzuge immer, wenn es pausiert ist, damit es halt nicht immer wieder von vorne anfängt. Und dann können wir halt sagen, automatisch oder über Hotkeys, dass man halt immer die Taste drückt, damit es weitergeht. Also ich lasse es immer automatisch, weil ich auch einfach nicht dran denke, immer weiter zu drücken. Wir kennen es ja immer bei der PowerPoint-Präsentation, immer klicken, 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 ist ja blöd. Sagen automatisch. Wir können hier eine Übergangsart wählen, das könnt ihr euch dann ausruhen. Das ist einfach die Art und Weise, wie die Bilder halt nacheinander kommen, ob ein harter Schnitt drin ist, ist eine Überblende, ein Swipe, ein Slide. Das könnt ihr euch ein bisschen angucken. Ich persönlich mag die Überblende. Dann haben wir die Zeit zwischen den Videos. Das ist in Millisekunden. Das ist ein bisschen doof. In dem Fall standardmäßig 8 Sekunden. Wir machen mal 5. Einfach nur zu Vorschauenszwecken. Ihr könnt da eintippen, was ihr wollt. Könnt quasi einfach euch das hier wegdenken. Das sind 5 Sekunden. Und dann je nachdem, wie lange ihr das haben möchtet, macht ihr eine größere Zahl dahin. Und danach kommt die Übergangsgeschwindigkeit. Also wie lange braucht ein Bild, um ins nächste zu wechseln. Das ist halt auch eine persönliche Präferenz, die ihr nehmen könnt. Aber diese 0,7 Sekunden Standard finde ich eigentlich immer ganz okay. Wir wollen das vielleicht in der Endlosschleife haben, dass es halt immer wieder durchgeht. Wir können eine zufällige Wiedergabe geben, je nachdem, was ihr da möchtet. Wir haben hier Rahmengröße und Seitenverhältnis. Ist standardmäßig auf automatisch. Wenn ihr wisst, wie groß eure Bilder sind, die ihr zeigen möchtet, könnt ihr das machen. Die müssten dann halt alle gleich groß sein. Wenn ihr das nicht wisst, geht sicherheitshalber einfach auf 16 zu 9, also die Standard-Bildschirmauflösung. 16 zu 9 sind dann die Seitenverhältnisse und dann können wir hier Bilddateien einfügen. Drücken wir aufs Plus. Da fragt er uns,
Dateien hinzufügen. Also Sie können wirklich euch die einzelnen Bilder aussuchen oder möchte einen direkt einen dicken Ordner reinpacken. Können wir auch machen. Ich habe es jetzt für mich einzelverhalber schon vorsortiert in den Ordner und den lade ich jetzt hier rein. Könnt auch halt, wie gesagt, euch Einzelbilder aussuchen, können auch im Nachhinein sagen, okay, ich möchte immer noch was hinzufügen. Also ihr könnt immer hinzufügen, hinzufügen und dann halt mit dem Eimerchen das rauslöschen. Und hier habt ihr auch schon die Vorführung, wie das dann aussehen würde. Ich habe halt hier die Taskleiste vergessen, deswegen schiebe ich mir das zurecht. Jetzt weiß ich, okay, auf jeden Fall passt das Bild immer hier rein. Und dann habe ich hier eine kleine Diashow. Und auch die packe ich mir wieder hinten hin. Und auch die kann ich natürlich über Filter auch zum Beispiel farbkorrigieren. Ich sage halt, ja, Sättigung, ja, Helligkeit. Schließen, zack, fertig. Gleiche Prinzip wie bei Bilder, nur dass jetzt halt immer Bilder im Wechsel sind. Und ja, das wäre dazu. Alles sehr simpel. Ihr könnt auch hier die Bewegung reinfügen, dass ihr halt vielleicht hier mehrere solcher Gradienten drin habt. Also alles, was für Bilder gilt, gilt auch für die Diashow, nur dass halt die Diashow einfach durchwechselt. So, jetzt kommen wir zu Videos. Vielleicht wollen wir einfach ein Video als Hintergrund haben. Machen wir den nochmal weg. Um ein Video einzufügen, gehen wir natürlich auch wieder auf das Plus. Wir suchen uns eine Medienquelle. Das heißt nicht Videoquelle, sondern einfach Mediaquelle, weil man halt mehrere Medien abspielen kann. Man kann halt das normale Video, was man halt in MP4 hat, man kann eine MOV-Datei, man kann eine GIF-Datei, alles Mögliche kann man einblenden. Wobei ich bei Hintergründen sagen, nutzt bitte keine GIF-Datei. GIF-Datei funktionieren für Alerts und so weiter super. Das Problem bei einer GIF-Datei ist, die sind sehr komprimiert. Eine GIF-Datei hat eine sehr kleine Menge an Farben, die genutzt werden. Und dementsprechend wird, gerade wenn es großgezogen ist, ein GIF halt sehr schnell sehr pixelig. Also wie gesagt, geht auf die Standard-MP4-Dinger, die eigentlich standardmäßig überall sind. Das ist halt das normale Videoformat, das genutzt wird. Von mir aus könnt ihr auch eine MOV nehmen. Das wird aber interessanter, wenn wir an die Overlays gehen, weil eine MOV eine Transparenz hat, was uns bei einem Hintergrund eigentlich vollkommen egal ist, aber bei dem Overlay nützlich sein kann. Wie gesagt, ihr könnt ja alles Mögliche dann reinpacken. So, auch hier fragt er uns wieder. Datei, wo? Sag mal durchsuchen. Ich bin auch wieder hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ich habe hier zwei Videos anscheinend. Welches ist das Richtige? Da. Benennt eure Sachen sinnvoll. Ich scheitere immer daran. Und auch hier würde ich sagen, wir wollen die Endlosschleife haben. Für das, auch die Wiedergabe bei Quellen, die ist einfach standardmäßig an. Ihr solltet die anlassen. Den Rest, die Geschwindigkeit, ihr könnt sagen, okay, das Video soll schneller oder langsamer laufen. Das ist noch eine Sache, die wir hinzufügen können. Das andere ist jetzt nicht so wichtig. Machen wir das nach ganz hinten und hier haben wir schon. In dem Video passiert halt nicht viel. Ihr seht hier so die Blüten langlaufen, aber ich hatte jetzt auf die Schnelle kein Video von mir gefunden, was halt wegen Copyright-Gründen noch meins ist, wo man halt keinen Ton braucht. Die ganzen Sachen, auch hier diese Medienquelle, sie kann einen Ton haben. Ihr seht auch hier einen Ton. Wenn ihr nicht wisst, ob euer Video Ton hat oder nicht, könnt einfach den Schieber ruhig ziehen oder halt ganz ausmachen. Wenn ihr das natürlich mit Absicht gemacht habt, dass ihr halt nur so einen Ambient-Sound drin habt, keine Ahnung, Vögelgezwitscher oder ein bisschen Musik, könnt ihr den natürlich anlassen. Für alle anderen macht ihn aus. Am Ende wundert ihr euch, wo die Musik herkommt. Oder ihr habt auf einmal irgendwie in euren Videos seltsame Musik und ihr wisst gar nicht, wo sie herkommt. Passiert mir öfters mal. Wir waren ein bisschen durcheinander. Und auch hier können wir natürlich auch über Filter wieder zum Beispiel die Farbe einstellen. Wir haben jetzt hier verschiedene Filter. Einmal für die Audio, für die Musik, die da rauskommt. Und einmal den Effektfilter, der das Bild betrifft. Wir wollen im Bild was ändern. Auch hier Farbkorrektur können wir machen. Auch hier könnten wir eine Bewegung wieder reinmachen, dass es durchläuft oder was bei einem Video eigentlich kompletter Schwachsinn sind. Aber wir haben halt immer standardgemäß alles zur Verfügung. Am meisten Sinn macht tatsächlich einfach hier die Farbkorrektur, dass man sagt, okay, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Sättigung drinne, ein bisschen weniger Helligkeit, vielleicht ein bisschen mehr Kontrast oder keine Ahnung, was ihr anstellen möchtet. Vielleicht auch hier wieder ein Farbfilter drauf. Machen wir es jetzt mal pink, weil keine Ahnung, weil es mir danach ist. Und tada, jetzt habt ihr einen pinken Hintergrund. Wer braucht den nicht? So, auch hier können wir wieder weg. Zack. Und das wär's für die Videos. Ja, und damit können wir auch die Videos abhaken. Wir haben jetzt einen schönen Hintergrund, einen Video-Hintergrund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt was gelernt.
Wenn ihr was Bestimmtes wissen müsst, schreibt es gerne in die Kommentare und ich gehe direkt drauf ein. Wenn nicht, wird das nächste OBS-Tutorial über Overlay sein. Das ist noch ein bisschen was Spannendes, weil wir da dann mit einer Alpha arbeiten, also mit einer Transparenz arbeiten. Das ist mal ein bisschen anders. Das gibt es auch wieder verschiedene Wege, wie wir die nutzen können. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch auch Like, Kommentar, Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.